Mein Mann war ja schon im Kongo und ich wollte ja dann auch hinterherkommen. Und seine Organisation hat mir aber eine Vorbereitung angeboten, und zwar in Bad Honnef. Da gab es eine Akademie für internationale Zusammenarbeit. Und dort habe ich 6 Wochen verbracht. Und ich sag immer, ich habe den Westen erstmal von seiner besten Seite kennengelernt. Das war wirklich ein unglaublich tolles Umfeld, sehr international, mit Leuten aus aller Welt, die in alle Welt gingen. Ich konnte dort Französisch lernen, man hatte Seminare, man hatte Zugang zu sämtlichen Bibliotheken, zu allen Medien, die es damals gab. Und es herrschte so ein Freigeist, so eine ganz offene Atmosphäre, also einzigartig. Und so lernte ich den Westen kennen. Das war natürlich wirklich was Besonderes. Und in diesem Zeitraum fiel dann die Mauer. Und das war natürlich, ich war dort der bunte Hund. Es gab dort Menschen aus aller Welt, aber jemand, der gerade aus der DDR ausgereist ist, um dann nach Afrika wiederum zu gehen, das gab es da, glaube ich, nicht so oft. Und als dann die Mauer fiel, waren natürlich auch alle voller Anteilnahme. Und ich habe dann sofort natürlich mich mit meiner Familie getroffen. Ich glaube, wir waren die glücklichste Familie auf der ganzen Welt. Das war wirklich, also daran denke ich heute immer noch, an fast jede Minute, wie das damals war. Wo haben Sie sich denn getroffen? In München. Bei dieser Freundin, die ohnehin uns ganz treu jedes Jahr in der DDR besucht hat und immer an unserer Seite war. Dazu vielleicht noch, ich hatte Ihnen ja schon erzählt, dass ich in einem DDR-kritischen Haushalt aufgewachsen bin. Ich habe dann später erfahren, als ich dann erwachsen wurde, dass meine Eltern sogar in den 70er Jahren versucht hatten, das Land zu verlassen. Es war wohl schon von dieser Freundin aus München, eine Fluchthilfeorganisation zumindest angesprochen worden. Wie weit das gediehen war, weiß ich nicht, aber ich weiß, dass meine Eltern sich mit diesen Gedanken getragen haben und dann am Ende doch davon Abstand genommen haben, wegen der 3 Kinder. Und also ich hätte ihnen das auch, ich habe ihnen das nie verübelt, so gern wir alle weg wollten, aber es war klar, die Gefahr, dass man erwischt wurde, die war einfach zu groß. Die wären im Gefängnis gelandet und wir in Heimen. Und das wollten sie nicht. Davor hatten sie einfach Angst und deswegen haben sie dann Abstand davon genommen. Aber diese Freundin, die ist der Familie bis heute verbunden und es war klar, dass wir uns bei ihr treffen würden. Und dann kam ich von Bad Honnef angereist und meine Schwester von ihrem damaligen Ort, meine Eltern aus Bautz, aus Weimar. Und ja, wir haben die ganze Nacht gefeiert.